Alles anders. Wir sind Christian Jakobetz und Marion Kuchenny und das hier ist Deutschlands erster und einziger Boomer-Podcast, in dem wir 60er-Geborenen euch erzählen, wie wir aufgewachsen sind, was uns umtreibt und wie wir die Welt sehen. Und heute haben wir noch ein Versprechen aus unserer letzten Folge einzulösen, Christian. Falls ihr euch erinnert, liebe Hörer, ich weiß, das mit dem Gedächtnis ist in unserem Alter immer so ein bisschen problematisch, aber versucht es einfach nochmal. Wir haben in der letzten Folge über die Tücken des Älterwerdens gesprochen und über die Frage, wie bekommt man das hin, ohne sich allzu sehr zu blamieren. Also die Gratwanderung zwischen, du wirst nicht früh vergreist und wie ein alter Opa, aber gleichzeitig auch nicht so... Ja, so irgendwie so pseudo-cool und irgendwie so, dass hinter deinem Rücken alle stehen und lachen. So, und wir hatten dann keine Lösung gefunden und hatten deswegen gesagt, man sollte mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. So viel die Vorgeschichte. Und wir haben uns Kompetenz an die Seite geholt in Gestalt von Katharina Starley. Sie ist nicht nur Coach, sondern sie ist auch Stilberaterin und jemand, der sich schon seit vielen, vielen Jahren mit allen Stilfragen des Auftretens, des Aussehens und auch der inneren Einstellung auseinandersetzt. Und ganz wichtig für uns, ja, vor allen Dingen für uns Boomer, ist, dass sie auch Autorin ist einer kleinen Reihe und ihr neuestes Werk heißt Stilvoll älter werden, erfolgreich über 50. Und damit sind wir natürlich direkt angesprochen. Liebe Katharina, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hallo Christian, hallo Marion und hallo liebe Hörer. Ich würde gerne sofort einsteigen. Wo stehen wir 60er-Geborene eigentlich gerade eben im Leben? Wenn man die Jugend und heranwachsenden Jahre abzieht, stehen wir doch tatsächlich genau in der Mitte unserer erwachsenen Jahre. Und da muss man sich auch immer anschauen, wo führt es hin und wie viel Zeit liegt noch vor uns. Und das ist das halt Spannende halt. Wir können jetzt, am jetzigen Zeitpunkt, wo wir stehen, mit Mitte 50 etwa, können wir die Lebensmitte verlängern, nicht nur das Lebensende. Und das ist eine Einstellung, die uns auch hilft, jetzt die produktiven und tollen Jahre, wo wir schon Erfahrung haben, aber noch auch viele Jahre vor uns haben, wo wir diese Zeit verlängern können und voll gewinnbringend für uns selbst und die Gesellschaft einbringen können. Und warum ist es wichtig, überhaupt erstmal so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, an welchem Punkt unseres Lebens wir gerade eben stehen? Und warum ist es wertvoll, sich darüber wirklich Gedanken zu machen? Weil zu der Zukunft immer auch das gehört, was schon war. Das heißt, wir können jetzt innehalten, wir können resümieren, wir können schauen, was haben wir für Erfahrungen gemacht. Aber diese Erfahrungen helfen uns natürlich auch, bestimmte weitere negative Erfahrungen oder Fehlgriffe in der Zukunft nicht mehr zu machen. Das heißt, wir sind, was super spannend ist, und ich sage echt auch wir, weil ich gehöre ja selber zu der Generation. Also von daher, wir als mit 50er oder über 50er sind ja auch irgendwo Experten, weil wir das alles schon erlebt haben. Aber wir wollen eben jetzt anschauen, was können wir schon, wie können wir das gut einsetzen und einbringen. Und wir haben aber auch die Gelegenheit zu schauen, welche Wünsche sind noch unerfüllt. Also womit wollen wir die verbleibenden Lebensjahre und Jahrzehnte sinnvoll füllen, damit wir auch dabei glücklich werden und am meisten beitragen können. Das Schöne ist, aus deinen Ausführungen jetzt herauszuhören, dass wir durchaus noch was vor uns haben, dass also das Leben nicht schon im Wesentlichen vorbei ist und alle Dinge, die schön sind und Spaß machen, vorbei sind und alle Perspektiven, sondern ganz im Gegenteil, also wir haben offenbar noch welche. Und wie stellen wir uns jetzt am besten für diesen neuen Lebensabschnitt, ich sag mal, älter werden auf? Absolut. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, dass wir noch Zeit vor uns haben und zwar eine ganze Menge und zunehmend mehr. Wenn wir die Lebenserwartung heute anschauen, dann ist die ja wesentlich höher als früher. Aber nochmal, das war für mich beim Schreiben eine total wichtige Erkenntnis. Wir verlängern nicht das Lebensende, sondern die Lebensmitte. Und wir wollen Versäumtes nachholen, das, was wir vielleicht noch meinen, noch vorzuhaben. So, wie können wir uns aufstellen? Ich glaube, der Mindset ist da enorm wichtig, dass wir uns klar machen, wir sind noch jung. Und wir sollten uns auch mal innerlich, sowohl als Team als auch als Persönlichkeit damit befassen, wo wir jetzt auch körperlich stehen. Also ich habe zum Beispiel beim Schreiben meines Buches
auch mal bestimmte Tools genutzt, die es ja auch gibt und wo wir auch mal anschauen können, wie hoch sind unsere Erfahrungswerte. Das ist ein Wert, der tendenziell höher sein sollte. Aber auch, wie gut und wie fit sind wir noch drauf. Wir sind heute im Durchschnitt 10 Jahre jünger als unser effektives Alter. Das heißt, wer heute mit Mitte 50 noch eine neue Aufgabe sucht, also auch im Bewerbungsprozess ist vielleicht, der kann eigentlich davon ausgehen, dass er biologisch ca. 45 ist. Und das ist auch eine sehr schöne Erkenntnis, die viel Spaß macht und die davor bewahrt, diese Resignation laut werden zu lassen, die sich ja auch manchmal einschleicht. Also wie viele Menschen gehen auf den 50. Geburtstag zu und denken, oh nö, das habe ich ja nun wirklich nicht gebraucht. Und wir haben früher gedacht, dass 50 ein Alter war, so schlimm wie Methusalem. Aber jetzt merken wir, wir fühlen uns überhaupt nicht so. Und dieses Gefühl, das kann sich auch noch besser erklären lassen, wenn wir uns bewusst machen, körperlich sind wir effektiv, die meisten von uns, 10 Jahre jünger. Christian, trifft das in ungefähr vielleicht auch so dein Selbstempfinden? Also was ich spannend finde, Katharina, ist tatsächlich die sagen wir mal, die Idee, dass sich auch Alter relativieren lässt. Wenn ich morgens aufstehe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, fühle ich mich von 45 relativ weit entfernt, sondern da fühle ich mein reales Alter und das tut dann auch wirklich einigermaßen weh. Aber ich denke mir dann immer, naja, jeden Tag, an dem irgendwie alles funktioniert, also beide Beine dran, beide Arme dran, Augen funktionieren, naja, mit Brille, leidvoll noch irgendwie. Und ich kann noch einigermaßen Sport machen und bin auch geistig, hoffe ich, noch nicht völlig vertrottelt. Solange, finde ich, ist immer alles gut. Also mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich sage, ich muss mich jetzt unbedingt jünger fühlen, sondern solange alles so funktioniert, wie es jetzt funktioniert, bin ich eigentlich einigermaßen zufrieden. Ich habe übrigens, weiß, man sollte natürlich keine anderen Bücher lesen als deins, aber ich habe trotzdem mal eins noch gelesen. Das hat aber gar nicht so viel mit Älterwerden zu tun, sondern mit Haltung bewahren. Und das ist von einem Schriftsteller namens Mark Manson. Und ich sage lieber nur den englischen Titel, weil die deutsche Übersetzung nicht so schön ist. Der englische Titel ist The Subtle Art of Don't Giving a Fuck. Und der lehrt so eine Art stoische Grundhaltung. Ich glaube, das ist wirklich was man in unserem Alter sich aneignen kann. Also mit 30 findest du Dinge dramatisch, mit 40 vielleicht auch noch. Mit 50 ertappe ich mich zumindest oft dabei, zucke ich immer mit den Schultern und denke mir, so what? Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, ob ich da vielleicht nur ein besonderer Fall von Gleichgültigkeit bin. Aber ich finde, es lebt sich mit diesem Wort deutlich leichter, als wenn ich mich über irgendwelche Dinge immer aufregen muss. Ich glaube auch. Also dahinter, auch hinter diesem Buchtitel steht ja eigentlich das, was wir jetzt auch angehäuft haben. Das sind nämlich ein Haufen Erfahrungen, die uns einfach gelassen machen. Und diese Gelassenheit ist ja Teil auch des Mindsets, von dem Katharina gerade eben gesprochen hat. Das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Aber nun gehört zum ganzen Menschen ja auch noch mehr als nur eine innere Grundeinstellung, ne? Wir sind ja eben auch noch äußere Hülle. Und die wird ja mit den Jahren, liebe Katharina, auch nicht unbedingt besser. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, also nicht nur sich so zu fühlen, als sei man noch nicht das alte Eisen oder noch nicht auf dem Weg dahin, sondern es gibt auch Möglichkeiten, sich entsprechend zu präsentieren. Was müssen wir da beachten? Das ist richtig. Ich wollte doch einwerfen zu dem, was Christian gesagt hat. Früher wollten wir cool sein und heute sind wir wirklich cool. Richtig. Weil wir unsere Möglichkeiten und auch unseren Körper ganz gut kennen. Das heißt, wenn der mal nicht so funktioniert, wissen wir aber, wie wir ihn wieder in Schuss kriegen. Wir reagieren einfach auch besser auf unseren Körper sehr häufig. Und das ist ein echtes Punkt. Also ich finde immer, die Erfahrung, die wir schon haben, die will jetzt vergoldet werden. Und jetzt, um auf deine Frage einzugehen, Marion, wie können wir uns auch so jung geben, wie wir sind? In eurer Sendung davor, die ich mir ja auch natürlich angehört habe, da habe ich gehört, naja, also so Midlife-Crisis-Shirts, die sind es natürlich nicht und Jeans sind vollkommen okay, aber vielleicht nicht so jugendliche Jeans. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass wir uns nicht vergleichen mit Leuten, die ein deutlich anderes Lebensalter haben als wir. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Also nicht vergleichen mit 30-Jährigen und auch schon gar nicht mit uns selbst als 30. Das waren einfach andere Jahre. Das waren auch andere Zeiten und Voraussetzungen.
Und ich habe in meinem Buch und auch aus meiner Lebenserfahrung als Stilcoach und auch Modedesignerin über 30 Jahre, habe ich einfach so ein paar Erfahrungen gesammelt, die ich Stilmaximen nenne. Und wenn ich die euch erzählen oder zusammenfassen möchte, ein Punkt wäre auf alle Fälle, dass man an der Kleidung und am Make-up und auch am Styling einem Menschen niemals ansehen können sollte, wann er jung war. Das heißt, wir sollten den Charme mitnehmen, uns auch nie für fertig zu halten. Das ist der innere Mindset, der dahinter steht. Aber es soll auch dazu führen, dass wir auf der einen Seite wir selbst bleiben und auf der anderen Seite dem Zeitgeist folgen. Das heißt, man soll uns nicht am Alter, am Make-up ansehen, zum Beispiel, wann wir jung waren. Wenn eine Frau sich eine bestimmte Schminktechnik angewöhnt hat in den 80er Jahren, sollte sie die heute echt besser nicht mehr fahren, weil auf den Erfahrungslinien sieht diese Schminktechnik ganz häufig nicht mehr gut aus. Ja? Ich würde euch aber gern noch mal mit so einer Dauerwelle sehen. Nee, würdest du nicht. Okay. Wobei ich finde das spannend, was du sagst, Katharina, diesen Zeitlosigkeit-Aspekt, weil das ist was, von dem ich mir zumindest einbilde, dass ich das in den letzten Jahren des zunehmenden Alters mehr gemerkt habe. Also wenn du glaubst, du kommst an den Punkt, wo irgendwas mal fertig ist, dann hast du irgendwas nicht begriffen. Also es geht ja nicht darum zu sagen, so, jetzt bin ich fertig, was weiß ich, mit meiner Persönlichkeitsfindung oder jetzt bin ich fertig. Ich habe ja so viele Leute in meinem Alter inzwischen, die so über Rente oder solche Dinge nachdenken. Ich denke mal, was macht ihr dann? Beendet ihr dann euer Leben und fangt Neues an? Also letztendlich ist das doch das ganze Leben, oh, jetzt wird es philosophisch, eine never-ending story. Und du stehst halt an irgendeinem bestimmten Punkt. Gut, an dem zwickt jetzt gerade ein bisschen mehr. Aber zu glauben, es sei jemals vorbei, es sei jemals beendet, also klar, irgendwann ist es mal vorbei, aber dann merkst du es nicht mehr. Das ist doch, glaube ich, fatal. Oder sehe ich das falsch? Nein, mir geht es ähnlich, aber vielleicht sind wir auch merkwürdige, vielleicht sind wir ja auch die Ausnahmeexemplare, aber ich könnte mir jetzt auch keine, ich habe auch schon viele Kollegen, auch in meinem Alter, die fangen jetzt schon an, also ihre Jahre bis zur Rente auszurechnen, beziehungsweise das immer schon mal fest im Blick zu haben und was sie dann alles machen wollen. Also für mich gehört Arbeit, mein Beruf, mein Job, das, was ich mache, das gehört zu meinem Leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dem Eintritt eines bestimmten Datums diese Einstellung schlagartig beendet wäre. Es sei denn, ich bin körperlich wirklich so am Ende, dass ich auch nichts mehr anderes tun kann, als nicht mehr zu arbeiten. Aber das ist so sehr Bestandteil eigentlich meines Lebens, dass ich mich nicht definiere als der Mensch, der noch berufstätig ist und der Mensch, der irgendwann mal in Rente ist. Ne? Also zu meiner Welt gehört das nicht, obwohl ich weiß, dass es zur Gedankenwelt vieler anderer Menschen auch gerade in unserem Alter schon gehört. Ich möchte aber trotzdem nochmal, Katharina, ja, möchte nochmal die Frauenfrage einwerfen. Du hast schon schön gesagt, also man sollte sich nicht mehr so grell schminken in diesen furchtbaren Blockfarben wie in den 80ern, wenn man heute in diesem Alter ist. Aber was sind denn noch so klassische Sachen? Ich habe letztes Mal schon gesagt, bitte nicht die Hotpants anziehen und bitte nicht die Miniröcke. Wenn das junge Mädels machen können, dann können wir das nicht unbedingt. Also mal so was ganz Grundsätzliches, wo viele Frauen ja vielleicht dann doch irgendwann mal da stehen und sich überlegen, ja, wie will ich denn wirken jetzt? Ne? Also ich würde nachher gerne nochmal einhaken. Ich habe neulich auch den Spruch gehört, mit 20 alt und mit 80 begraben. Das ist bei manchen Menschen tatsächlich so, aber ich glaube, die Neugier ist das, was uns jung und lebendig hält. Aber die darf halt auch nicht zu sonderbaren modischen Ausflügen führen. Also jetzt konkret auf deine Frage, was halt noch alt macht. Wenn man so ein paar Grunderkenntnisse mitnimmt, zum Beispiel abgetragene Kleidung oder betonierte Frisuren, zu viel Perfektion, das sind auch Dinge, die alt machen. Das wäre so ein zweiter Punkt. Ein dritter wäre die Grunderfahrung, Kleidung, die zu groß ist, macht kleiner und Kleidung, die zu klein ist, macht größer. Das ist auf der anderen Seite also ein heißer Schlankheitstipp für Menschen, die einfach mit den Jahren ein bisschen mehr Körpervolumen gewonnen haben. Und wenn man dann anfängt, die Kleidergröße von früher tragen zu wollen, das kann nicht funktionieren. Und die Mode trägt dem natürlich insofern Rechnung, als sich die Konfektionsgrößensätze massiv verändert haben. Eine 38 früher ist eine ganz andere Nummer als eine 38 heute. Aber nochmal, wenn ich kleiner wirken möchte, also schlanker, dann trage ich Kleidung, die ein bisschen größer ist. Auf der anderen Seite, wenn ich Kleidung trage, die mir zu groß ist, wirke ich klein und auch alt. Und das kann man an vielen wirklich betagteren Menschen auch beobachten. Die tragen dann die Kleidung von früher noch auf
und tragen dann Sachen, die ihnen echt zu groß sind oder wo die Ärmel zu lang sind. Und das lässt dann wirklich eher verloren und verschrumpelt wirken und demnach auch älter wirken. Was ich auch schön finde und was vielleicht Trost ist für viele Menschen, die ein bisschen mehr Gewicht haben als früher, auf ein bisschen mehr Unterhautfettgewebe glätten sich auch die Erfahrungslinien. Und häufig sieht man dann einfach besser aus, wenn man nicht ganz so verhärmt und nicht ganz so verschlankt ist. Also man ist einfach ein fröhlicheres Selbst und man hat häufig auch ein bisschen eine buchstäblich dickere Haut für so manches, was das Leben so zu bieten hat. Ne? Und ja. Christian, kannst du mitgehen? Christian nickt freundlich. Ja, vor allem. Ich hab ein bisschen unsere Hörerstatistiken geguckt und habe festgestellt, wir haben wirklich, das ist interessant, fast genau eine 50-50-Aufteilung von Männern und Frauen. Wenn ich jetzt schon mal zwei Frauen hier sitzen habe, noch dazu eine Stilexpertin, ja. Wie macht man das denn als Mann? Also reden wir mal, ich meine, das Grässliche ist ja, für Männer gibt es ja nur noch Slimfit-Anzüge. Das sind irgendwie so für Männer, die 1,73 groß sind und 30 Kilo wiegen. Denen könnte das passen. Aber lassen wir mal die Anzugsfrage völlig außen vor. Was kannst du als Mann, jetzt mal wirklich aus eurer Frauensicht, dafür tun, dass du A, nicht lächerlich und trotzdem nicht irgendwie wie ein alter Opa wirkst? Wie kriegt man das hin? Denkt dran, die Hälfte unserer Hörer ist Männer. Benehmt euch. Also ich finde zum Beispiel die Balance von Frisur und Brille finde ich total wichtig. Ich glaube auch, dass ein gewisses Stilwissen absolut dazugehört. Viele junge Menschen erkennt man ja auch daran, dass sie relativ unreflektiert jedem Trend hinterherrennen. Im Moment sind es die Undercuts, die total cool sind und von allen getragen werden. Aber ein Mann in einem reifen Alter mit einem Undercut wirkt dann oft nicht mehr so gut. Und wenn man aber weiß, dass die Gesichtsform eine Geschichte darüber erzählt, welcher Haarschnitt auch der richtige ist, und die Friseure dieses Wissen nicht immer anwenden, würde ich mal sagen, dann ist das schon mal auch ein ganz guter Tipp, sich damit zu befassen. Was sind Proportionen und Linien? Wie kann ich als Typ gut aussehen? Weil je stärker wir als Persönlichkeit werden, und das bleibt nun mal beim Älterwerden nicht aus, desto mehr Typ wollen wir ja auch sehen. Und endlich können wir mal Dinge tragen, die eben nicht nur Trends abbilden, sondern uns selbst als reife und interessante, spannende Persönlichkeiten. Und die karierten Hemden und die beigefarbenen Übergangsjacken und die bequemen, sehr robusten Schuhe, im Sommer dann auch gerne mal die Gesundheitssandalen, ja, mit kurzen Hosen und vielleicht auch nur so halb hochgezogenen Socken. Christian, das ist etwas, das sollte man vielleicht auch im jüngeren Alter lassen, aber in unserem ganz bestimmt, oder? Wobei, das ist so ein Phänomen, was mich immer wieder erstaunt, bei Männern ab 50, die tragen alle wirklich viel Auto. Kleidung. Mhm. Wenn man denkt, boah, ihr müsst ja den ganzen Tag in den Bergen oder so, und dann latschen die da durch die Stadt in den wildesten Outdoor, Gore-Tex und sonst was Klamotten. Ja. Ganz gruselig. Ist das so ein Nachholbedürfnis, dass man sagt, jetzt will ich nochmal richtig Action zeigen? Was meint ihr? Ich meine, warum läuft man in der Stadt in Outdoor-Klamotten rum? Ich weiß es nicht. Katharina, warum ist der Mann ab 50 bequemer geworden und möchte irgendwie nur noch saloppe Kleidung? Ich denke, es ist eine Marktentwicklung und spiegelt auch so ein bisschen eine gewisse Hilflosigkeit. Ich möchte einfach unterscheiden grundsätzlich zwischen Trend und zwischen Stil. Also Mode. Die Mode hat ja gar kein Interesse daran, dass wir uns wohlfühlen in unserer Kleidung, weil nur wenn wir auf der Suche nach unserem Stil sind, konsumieren wir auch. Aber wenn wir unseren Stil und unseren Typ kennen, dann können wir auch solche Trends umgehen, einfach sagen, ich trage trotzdem, was mir steht, was mich gut aussehen lässt und was mich reflektiert. Und dieser Outdoor-Trend, das ist einfach das, was halt in großen, rauen Mengen vorhanden ist. Und Trends werden halt von der Initialzündung her heute zwar auf der Straße gemacht, aber dann später von der Industrie massentauglich umgesetzt. Und natürlich, weil du auch die Bequemlichkeit ansprichst, es ist anstrengend, einen eigenen Stil durchzuziehen und durchzuhalten. Man muss sich darum kümmern. Man muss seine Klamotten auch finden, die einem stehen. Und die gibt es vielleicht nicht in jedem Laden um die Ecke, hoffentlich nicht, sondern ich muss sie mir irgendwie beschaffen, besorgen, machen lassen. Also ich breche ja immer wieder eine große Lanze für Kleidung auf Maß, weil ich da endlich für mich selber bestimmen kann,
welche Stoffe ich kombinieren möchte, wie ich den Schnitt haben möchte, weil du ja auch die Kleidung angesprochen hast, Christian, die Passformen, diese super engen Passformen der italienischen Anzüge, die dann zu uns einfach hochgeschwappt sind, die sehen nun mal an bestimmten Figuren nicht so cool aus, gerade wenn die Hosen zu kurz sind. Das wirkt dann eher uncool. Aber sich damit zu befassen, das ist auf der einen Seite Freude und auf der anderen Seite braucht es auch einen bestimmten Zeiteinsatz. Und den darf ich bereit sein zu leisten, wenn ich es mir selber recht machen will. Nochmal, persönlicher Stil ist eigentlich das, wo wir hoffentlich hinwollen, weil wir starke Persönlichkeiten sind. Aber das finden wir in einer allgemeinen Mode nicht wieder. Und diese Gratwanderung zwischen Zeitgeist und persönlichem Stil, den können wir gehen. Also Christian, der Mensch fällt mir da gerade noch ein, ist ja eigentlich ein Spätentwickler, weil wenn du sagst, er braucht 50 Jahre oder beinahe 50 Jahre, um seinen eigenen Stil zu finden, das ist ja schon eine relativ lange Zeit. Aber die Damen, ich habe noch eine Frage an euch beiden. Die könnt ihr jetzt ein bisschen doof finden, aber die ist mir echt ernsthaft durch den Kopf gegangen. Mal angenommen, also nur mal so rein theoretisch, ihr würdet irgendwann mal Großmütter. Wie wollt ihr angesprochen werden? Klammer auf, ich sag euch gleich, ich weiß, wie ich nicht angesprochen werden will. Okay. Könntest du dir vorstellen, Marion, dass zu dir mal jemand Oma sagt? Nee, ich habe mir da wirklich ernsthaft schon Gedanken drüber gemacht. Also nicht, dass da jetzt, irgendwie in Kürze was anstehen würde, obwohl meine Kinder teilweise schon erwachsen sind. Aber ich habe mir gedacht, nee, ich will nicht Oma genannt werden. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte von meinen Kindern auch nicht beim Vornamen genannt werden. Also ich finde das Mama, da lege ich schon sehr großen Wert drauf. Das halte ich auch für eine besondere, so ein besonderes Prädikat und so, das finde ich schon gut. Ich habe mir überlegt, vielleicht bringe ich ja meinen Enkelkindern bei, mich noch anders zu nennen, so Nonna oder keine Ahnung, oder Momi oder so, ja, also jedenfalls nicht Oma. Meine Oma ist für mich wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar alt, ja. Aber es wäre die konsequente Weiterentwicklung von Mama. Ja, ich weiß, ich kann mir noch aber nicht dran gewöhnen. Ne? Vielleicht Nein. ist es mir dann auch egal, weil wenn so ein kleiner Steppke kommt und sagt hier Oma, dann ist es okay, dann ist es halt so. Aber vielleicht finden wir ja einen anderen Namen. Katharina, was ist der stilvollste Weg, ins Großelternalter rüber zu gleiten und nicht zum Opa zu werden? Ich glaube, ich würde auch das einfach adressieren, wie alles in der Ansprache. Ich habe mir auch gerade Gedanken gemacht darüber, wie man das dritte Geschlecht anspricht. Am Ende ist es doch nicht anders, wenn wir einen neuen Aggregatzustand bekommen, als Tanten, Eltern, Onkel, wie auch immer. Ich glaube, man muss es einfach besprechen in der Familie und man kann auch Kindern schnell beibringen, Nonni zu sagen oder Nonna zu sagen, halt die italienische Form. Oder bei mir, da ich keine Kinder habe, stellt sich die Sache mit der Oma die Frage nicht. Aber ich bin halt für meine Patenkinder, bin ich Tia K., also Tante K. Und das entwickelt sich ja häufig auch in Familiensprachen. Aber man sollte da sich nicht einfach mit dem zufrieden geben, was dann mal schnell hochkommt, sondern es auch wirklich da Wünsche äußern. Super, das nehme ich mit. Also für Christian würde ich sagen, nehmen wir mit die maßgeschneiderte Herrenkleidung. Und für mich nehmen wir mit, dass ich mir noch aussuchen kann, beziehungsweise das vielleicht auch mit meinen Enkelkindern verhandeln kann, wie sie mich nennen. Und mein Lieblingswort überhaupt jetzt, das ist mein Learning dieses Podcasts, Erfahrungslinien. Ja, liebe Mitfrauen, es sind keine Falten und auch keine Fältchen. Es sind Erfahrungslinien. Das ist ganz wichtig. Liebe Katharina, stilvoll altern, wenn wir alle mehr darüber wissen möchten, wo bekommen wir die Infos? Ich habe nach 4 Büchern bei Frankfurter Allgemeiner Buch, habe ich mich in meinem Stilclub, den ich auch irgendwann mal ins Leben gerufen habe, entschieden, da so einen eigenen kleinen Verlag zu machen. Und es gibt tatsächlich die letzten Bücher, die ich geschrieben habe, gibt es auf den üblichen Verkaufskanälen von Thalia über Amazon. Also und im Buchhandel werden selbstverlegte Bücher eher ungern angeboten, aber man kann ja mal danach fragen. Wir werden das auf jeden Fall verlinken, diese ganzen Infos zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und jetzt natürlich meine Frage heute ganz besonders und auch gerne vor allen Dingen erstmal an Christian. Ist das alles so okay, Boomer? Nachdem uns Katharina jetzt gesagt hat, wir haben Erfahrungslinien, ist das voll okay, Boomer.
Und ansonsten bleibt natürlich alles anders. Unseren Boomer-Podcast, den gibt es nächste Woche wieder. Wenn ihr mögt, schaut ihr gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei. Auch da wird es noch ein paar Infos geben zu dem, was Katharina macht. Lasst uns gerne einen Kommentar da, vielleicht auch den ein oder anderen Namensvorschlag für Oma oder Opa, wenn man nicht gerne so genannt werden möchte. Die Musik bzw. der Titel zum Schluss unseres Podcasts, der kommt heute natürlich von unserem Gast, von Katharina. Und es wird eine ganz besondere Musikrichtung sein, Katharina, denn du hast ein ganz besonderes Faible. Ja, ich tanze seit 10 Jahren mit Leidenschaft Tango Argentino. Das fällt natürlich im Moment auch komplett aus, weil das ein sehr körpernaher Tanz ist, der in der geschlossenen Umarmung stattfindet. Aber die Musik ist auch sehr eingängig. Nicht jeder mag sie, ich weiß das, aber... damit will ich auch eine Geschichte erzählen und die wollte ich euch gerne weitergeben und mit euch teilen. Wunderbar. Und in diesen Zeiten kann man eigentlich gar nicht genug virtuelle und musikalische Umarmungen haben. Ganz wichtig, ihr Lieben, bleibt beweglich, gesund, akzeptiert eure Erfahrungslinien und bis bald. Bis bald.